Laut nicht zu fassen, 100 Kilometer Luftlinie von Hannover und Bremen und das erste Mal war da nach Neuen. Ja, und ich glaube, das erste Mal, als ich hier, oder das letzte Mal, als ich hier in Bremen war, da haben wir noch in der Lila Eule gespielt. Ich weiß nicht, ob du den Club kennst. Ziemlich, also gemessen an den Hallen, die er sonst füllt, ziemlich klein. Genau, ziemlich klein, ist auch schon sehr lange her. Aber ich komme gerne nach Bremen, weil ich viele gute Erinnerungen habe. Also den treuen Zuschauerinnen und Zuschauern ist inzwischen bekannt, weil wir es auch tausendmal schon erzählt haben, dass auch ich eine Hannover-Vergangenheit habe. Wir sind uns auch vor, ich glaube, 50 Jahren oder so, 45 Jahren. Gefühlt ein ganzes Leben. Ein ganzes Leben schon über den Weg gelaufen. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich glaube, du warst bei einer hannoverschen Tageszeitung. Hannoverschen Neuen Presse, stimmt. Und warst ein junger, aufstrebender, junger Redakteur, der sich mit einem jungen, aufstrebenden Rockmusiker zu einem Interview getroffen hat. Ich weiß noch genau, wo es war. Es war, glaube ich, ein Café. Und wir haben zusammengesessen, hatten ein sehr nettes Gespräch, tolles Interview. Und dann sind wir so ein bisschen, ist jeder so in eine andere Richtung gegangen und seinen eigenen Weg verfolgt. Aber das ist lange her, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ach, und freue mich besonders, dass ich heute bei euch sein kann hier. Wir freuen uns auch. Und stell dir vor, es gab eine Begegnung schon davor, an die du dich hundertprozentig nicht erinnern kannst. Ich aber umso mehr in allen Details, weil da war ich noch Schüler und hatte die für mich damals unfassbar schwere Aufgabe, als Mitglied des Stadtschülerrats von Hannover ein Konzert zu organisieren mit euch als Hauptband. Wow. Ich war also mal in meinem Vorleben mal Konzertveranstalter. Wirklich? Und Politiker. Naja, Stadtschülerrat. Also wir haben, er war ziemlich, in Hannover war er ziemlich eindeutig politisch eingefärbt, das stimmt schon. Und das war für mich unglaublich Skorpion. Für mich wart ihr damals natürlich schon eine Weltband. Ihr selber, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Weißt du, was ist damals der Eintrittspreis, wie hoch der war? 10 D-Mark? Nein, 7 Mark D-Mark. Okay. Und es kamen 600 Zuschauer. Ich weiß das deswegen so genau, weil wir Blut und Wasser geschwitzt haben. Darunter wären wir nämlich ins Minus gekommen mit den Zahlen. Und dieses Detail war für mich besonders, da war ich 16, 17, ja, war für mich besonders beeindruckend. Ich hörte einen Roadie sagen, der sollte irgendwas für euch besorgen und fand das nicht. Und dann sagte Klaus, jetzt hör auf, wenn wir mal eine Weltband sind, dann kriegt er das auch. Also so ist es. Ich kann mich gut erinnern, in der Zeit, heute arbeiten ja viele Bands mit Pyrotechnik und so weiter und lassen es richtig krachen. Und ich schätze mal, das ist so ungefähr in der Zeit, Konzert in der Niedersachsenhalle in Hannover. Wie das heißt, waren 76 oder 77? Ja, das passt, das kommt hin. Und wir hatten einen Techniker mit dabei, ja, eigentlich war er ein Fan. Und der kannte sich gut mit so pyrotechnischen Geschichten aus. Aber im Grunde war er jemand nur, der experimentiert hat, der einfach Spaß gehabt hat und so verschiedene Sachen gemacht hat. Unter anderem hat er in der Niedersachsenhalle so eine ganze Linie Schwarzpulver ausgelegt auf der Bühne. Und irgendwann machte das, wow, ging das richtig los. Ja? Und oben auf der Galerie, ich glaube, wir hatten alle unsere Freunde, unsere Eltern eingeladen, ganz stolze junge Band in Hannover, das Heimspiel. Die hatten alle einen schwarzen Ruß, die waren alle vollkommen eingerußt. Und später, ich glaube, das war auch hier in Bremen, hatte der gute Mann, ist ganz kreativ geworden. Und ich hatte so einen Rock'n'Roll-Zylinder. Ja, und er hat oben in den Zylinder so einen Einlass gemacht. Scheiße. Und hat da ohne es dir zu sagen? Ja, nee, doch, das hat er gesagt. Und hat da eine Menge Zeugs reingepackt, Schwarzpulver, irgendwas. Und die Idee war tatsächlich am Ende des letzten Songs, ja, dass man noch mal so eine Aktion auf den letzten Schlagzeugwirbel so irgendwie wham, und dann geht das Ding los. Ne? Ja, und man konnte sehen, da war eine kleine Lampe, die flashte, ja, und man wusste, dass wenn das in Bewegung war, das war scharf, das Ding. Ja? Und bei dem letzten Song, also ich muss riesengroßes Vertrauen gehabt haben in den Mann, er war eigentlich nur so ein Hobby
Ja, Jugendforscht, ja. Jugendforscht, ja. Der letzte Song kommt, der letzte Wirbel kommt und sie geht und bang und das passiert nichts. Und ich gehe hinter die Bühne und denke, hatte so einen Kopf eingezogen, gehe hinter die Bühne und stehe und sage, Mensch, mit deinem Zylinder, das funktioniert aber auch nicht. In dem Moment macht das wham und das Ding geht los und mein ganzes, was immer ich anhatte, Shirt stand in Flammen für einen Moment und ich kam an dem Abend nach Hause und meine Frau Gabi sagte, irgendwas riecht hier ein bisschen verbrannt. Und seitdem trägst du immer Kopfbedeckung. So ist es. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und keine Brusthaare mehr, ne? Ja, auch gerade gedacht. Ja, also das war die Zeit, wo du wahrscheinlich dich als Veranstalter versucht hast. Genau, ich blieb auch bei diesem einen Versuch. Ich habe gemerkt, was das für ein Mörderjob ist. Aber an Scorpions ist ja so vieles erstaunlich. Eine Sache, die unerhört ist, ist, es gibt euch noch länger als 3 nach 9. Und du bist 69 zu den Scorpions gestoßen. Da gab es die aber auch schon. Ja. Also insofern bist du sozusagen Neuerwerbung da in gewisser Weise. Und vor genau 50 Jahren habt ihr eure erste LP gemacht. Mhm. Weißt du noch, wie viel ihr davon verkauft habt? Ich glaube, als wir 10.000 LPs verkauft hatten, war das ein Riesenerfolg. Ja. Irre viel. Ja. Die hatten in Hamburg bei Firma Metronom, da gab es ein neues Label, das hieß Brain. Und wir waren eine der ersten Bands auf diesem Label zusammen mit einer anderen hannoverschen Band, Jane. Oh, die kenne ich noch. Die waren eine tolle abgedreht. Mhm. Ja, tolle Band. Und wir waren sozusagen die ersten Veröffentlichungen auf diesem Album. Eingefädelt hatte das der legendäre Conny Plank. Mhm. Das in der Mitte bist du. Ja, das bin ich, ja, genau. Vor dem Unfall mit dem Zylinder. Genau. Ja. Ja, da sollten noch ein paar mehr Unfälle folgen. Es war sozusagen, es war hin und wieder auch richtig gefährlich. Mhm. Ja, aber das erste Album haben wir in Hamburg gemacht und das ist tatsächlich vor 50 Jahren im Februar rausgekommen. Deswegen 50 Jahre Recording Artist, denn in diesem Monat kommt auch unser aktuelles Album raus, Rock Believer. Rock Believer. Und ja, es ist eine lange, verrückte Reise gewesen, die hoffentlich noch ein Stückchen weitergeht. Und wollen wir ganz kurz mal zurückschauen, was in diesem im Zeitraffer, was in diesen mehr als 50 Jahren alles mit euch passiert ist. Ja. Bitte schön. Schaust du dir das gerne an oder denkst du, wie die meisten Leute, die ich kenne, die sich nicht selber sehen? Gerne. Ach, sagen wir mal so, das sind alles Aufnahmen, die hat man in der letzten Zeit auch öfter gesehen, gerade wenn man ein neues Album macht. Und überlegt sich, was für ein Video macht man für die diversen Songs, die jetzt als Singles rauskommen. Und da war eine Idee, eben auch mal in die Vergangenheit zurückzugehen und so verschiedene Clips in diesen neuen Titel mit reinzubringen in Rock Believer. Und das hat da sehr gut funktioniert. Und haben zum ersten Mal, dass wir Kinderfotos von uns genommen haben, die wir damit verwendet haben. Und natürlich siehst du dann hin und wieder auch die alten Clips. Das sind ja alles Aufnahmen vom Moscow Music Peace Festival und vielen anderen Momenten. Aber generell schauen wir also nicht ständig zurück, sondern eher nach vorne. Und hier geht ja auch wieder. Was ich da jetzt gerade sehe oder gesehen habe, das war, glaube ich, Las Vegas, wo wir vor ein paar Jahren schon eine Residency gespielt haben, sprich eine Reihe von Konzerten. Nicht nur einen Abend und weiter geht's. Und das machen wir in diesem Jahr wieder. Ist zweimal verschoben bereits durch die Pandemie. Aber im März beginnen wir mit der Tour. Darüber müssen wir auch noch mal reden, weil ich möchte gerne wissen. Da freuen wir uns riesig drauf, dass es endlich wieder losgeht. Und ich möchte so gerne wissen, wie man sich für so eine Tournee fit macht. Aber da kommen wir noch drum. Ich schaue trotzdem noch einmal zurück, weil ich glaube, so ein gewisser Größenwahn gehört ja auch erstens zur Jugend sowieso und zweitens auch zum Rock'n'Roller. War es für euch immer Ziel und immer klar, ihr werdet mal eine Weltband? Berühmt, groß, reich? Meine, was man will und was man möchte, ist ja die eine Sache. Ob man es erreicht, eine ganz andere. Das ist klar. Aber was war, hattet die Motivation war, wir waren von englisch-amerikanischer Musik begeistert, inspiriert. Ja. Beatles, Stones, die Who, die Kings, all diese großartigen Bands, die Anfang der 60er uns so begeistert haben. Und diese Inspiration, dann selbst Musik zu machen, die Inspiration, die Leidenschaft für diese Art Musik, die hat ja ein ganzes Leben getragen. Und du bist dann Schritt für, wir haben das Glück gehabt, dass wir Schritt für Schritt uns entwickeln konnten. Hat ja viele
Line-Up-Wechsel gegeben, dann kam wieder ein neuer Drummer, dann kam wieder ein anderer Gitarrist. Das hat ja eine Zeit gedauert, bis die Formation da war, aber wir hatten Zeit, uns auch zu entfalten, wir hatten Zeit zu lernen, wir hatten Zeit, Songwriter zu werden, unsere eigenen Songs zu schreiben, natürlich auch mit Hilfe. Aber das war nicht meine Frage, Klaus. Meine Frage war, ob du, als ihr ganz jung wart und da angefangen habt, schon, wenn ihr da im Bus saßt und gefahren seid zu einem Gig, ob ihr dann schon diesen Traum hattet, wir wären es mal, so groß wie die englischen Vorbilder. Also unser Gitarrist Rudolf, der die Band ja schon 1965 gegründet hatte, lange bevor ich dazu stieß, eben. Der hat da tatsächlich dran geglaubt und vielleicht nicht jeder in dem gleichen Maße und haben gesagt, naja, und viele haben uns natürlich auch verlacht dafür und gesagt, ha, die haben gerade auf euch gewartet in Amerika. Guck mal, eine Parallele zu Olaf Scholz, der hat auch als einziger lange daran geglaubt. Ja, das stimmt, aber darf ich eins dazwischen rufen? Ja, natürlich. Ich muss Ihnen mal Danke sagen, weil ich bin mit meinem Cousin, ich komme auch aus Niedersachsen, in den 80ern mal nach Spanien gefahren, Urlaub. Und wir haben zwei Mädels kennengelernt, da vor Ort, wir fanden die ganz spannend. Die haben sich aber nicht so richtig für uns interessiert, wir haben ihnen trotzdem ein Gespräch aufgenötigt. Und mein Cousin hat dann versucht, ihnen zu erklären, wo wir herkommen, aus der Nähe von Hannover. Und die haben nichts verstanden. Und irgendwann hat er gesagt, Scorpions. Und dann hatten die sehr viel Interesse an uns. Kamen aber ihre älteren Brüder dazu und das hat sich erledigt. Aber nochmal danke für diese Begegnung. Aber Herr Heil, wissen Sie, dass Eltern ihre Kinder im Ausland nach Klaus Meine benennen? Oder ist das ein Gerücht? Nee, das stimmt. In welchen Ländern? Das stimmt. Das war zum Beispiel in Brasilien, wo wir auch in Südamerika auch sehr populär sind. Und dann ist man irgendwie Backstage und auf einmal hört man jemand rufen, Klaus, komm her, Klaus. Und ich denke, bin ich gemeint? Nee, bist gar nicht gemeint. Klaus Rodriguez ist irgendwie der den Namen, meinen Namen trägt, aus lauter Begeisterung der Eltern für die Musik der Scorpions. Wow. Aber ist auch eine Spinne in Brasilien nach mir benannt worden, vor ein paar Jahren. Und das fand ich auch ganz interessant. Hm. Wann, nur Klaus oder Klaus Meine? Klaus Meini. Meini? Meini. Okay. Toll, also Spinne, ich überlege gerade, ob mir das gefallen würde. Besser als nichts. Ich fand's ganz cool. Gab's denn so ein Konzert, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sind wir ganz weit oben. Das ist das Konzert, wo meine Eltern dabei sind. Wo, also mehr geht nicht. Ja, diese Momente gibt es natürlich. Sagen Sie mal einen. Sag mal einen. Madison Square Garden 1984. Oh, geil. Ah, oh, toll. Ja, also yeah, Chapeau. Der Ort schlechthin. Also, ich meine, das ist so eine ikonische Venue. Und wenn man gerade wieder Muhammad Ali gesehen hat, wieder im Garden kämpft und so viele großartige Musiker, die dort auf der Bühne gestanden haben, in Manhattan im Garden zu spielen, dann hat man für einen Moment das Gefühl, man ist on top of the world. Hm. Ja, und waren die Eltern da dabei? Und die Eltern waren dabei. Aha. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater hat in den Herrenhauser Gärten gearbeitet als Gärtner. Und meine Eltern waren bis zu dem Zeitpunkt 1984 nicht einmal, dass sie in ein Flugzeug gestiegen wären. Und zusammen auch mit den Eltern von unserem Gitarristen, von Matthias Jabs, haben wir unsere Eltern eingeladen und die sind nach New York geflogen. Und mein Vater, ich erinnere mich noch, der ging da durch die Straßenschluchten mit einer großen Sonnenbrille und sagte, hier könnte ich auch leben. Wow, tolle Geschichte. Das fand er total cool. Und für uns war es natürlich ein magischer Moment und irgendwo schon so ein Moment, wo wir unsere Eltern einfach teilhaben wollten, lassen wollten, wo wir diesen Triumph, sie sollten sehen, was ihre Jungs machen und wie weit sie mit der Musik gekommen sind, wo die Eltern ja auch nicht immer dran geglaubt haben. Und ich glaube, der Vater von Matthias hat gesagt, das ist eine tolle Sache, aber wie lange willst du das noch machen? Hm. Der hätte sich gewundert, wenn er mitbekommen hätte, wie lange das noch geht. Ja. Ja. Klaus, nun, wenn man so lange dabei ist, also mehr als 50 Jahre, dann macht man ja auch Fehler oder auch ziemlich viel Scheiß. Gibt es so Sachen, wo du heute sagen würdest, das würde ich mit den Scorpions nicht mehr machen? Sag mal so, wer musikalisch in der Grunge-Zeit in den 90ern auch irgendwann viel experimentiert. Aber das würde ich jetzt nicht als Fehler bezeichnen. Wir machen ja im Moment viele Interviews und da reflektiert man ja so ein bisschen auch die letzten 10 Jahre. Und natürlich taucht dann auch immer wieder die Frage auf, warum habt ihr eine Abschiedstour gemacht? Das ist ja auch schon mittlerweile 10 Jahre her. Ja, mehr als 10 Jahre, ja. Ja, und ich würde sagen, das war ein Fehler. Wir waren damals vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt. Wir hatten ein super starkes Album gemacht
und haben ein bisschen in Frage gestellt, ob wir diese Messlatte, unseren eigenen Anspruch noch mal erreichen können. Und wenn wir dann auf Tournee gehen und so eine globale Bühne bespielen, dann ist so eine Tour halt auch ziemlich lange. Also die Entscheidung zu sagen, wir hören jetzt auf, die liegt ja noch irgendwo in der fernen Zukunft, nämlich in 3 Jahren irgendwann. Aber auf dem Weg dahin ist natürlich viel passiert. Ganze Social Medias haben sich entwickelt, eine junge Generation ist dazu gekommen. MTV Unplugged hat angeklopft, macht ein Album für MTV Unplugged. Und das war für uns auch ein Traum, eine Herausforderung, dann weiterzumachen. Ich habe dich das gefragt, weil ganz zu Anfang hast du netterweise erwähnt, dass wir uns vor 1000 Jahren mal getroffen haben und ich dich interviewt habe für eine Lokalzeitung. Und da habe ich dich angesprochen auf ein Cover, das ich vor 45 Jahren schon ziemlich daneben fand. Ich glaube, die Platte hieß Animal Magnetism. Und die Abbildung, das war eine Frau kniend mit einem Hund vor einem Mann, den man von hinten sah. Mhm. Würdet ihr derartige Cover heute noch machen? Oder würdet ihr wenigstens sagen, da haben wir daneben gegriffen? Also wenn wir schon von Fehlern sprechen, das war auch eine aus heutiger Sicht betrachtet, gar keine Frage. Und da gab es vielleicht auch noch den einen oder anderen. Virgin Killer. Zum Beispiel. natürlich, wir haben natürlich in der Zeit provoziert. Wir haben aber von den Companies, mit denen wir gearbeitet haben, das war in London Hypnosis, die unter anderem Dark Side of the Moon gemacht haben für Pink Floyd, die ganzen Led Zeppelin-Alben, das waren super kreative Leute, mit denen es riesig Spaß gemacht hat zu arbeiten. Love Drive, Animal Magnetism, das war von Hypnosis. Das war einfach großartig, mit denen zu arbeiten. Und da sind wir manchmal eben auch an gewisse Grenzen gegangen. Und Sex und Rock'n'Roll ist da nicht so weit auseinander. Mhm. Und Schwestern, da haben wir provoziert. Mhm. Virgin Killer ging dann deutlich einen Schritt zu weit. Und es war die Plattenfirma in Hamburg, die gesagt haben, das ziehen wir durch, das machen wir. Die Nichte war das Fotomodell von dem einen Plattenboss. 10-jähriges Mädchen, muss man ja dazu sagen. Ja, 10-jähriges Mädchen. Und nackt, fuck. Wir haben sie später getroffen. Also, sie findet es heute cool und okay, aber wir finden es überhaupt nicht mehr cool. Und das war wirklich, wenn man über Fehler redet, das war, man muss sich zurückversetzen in der Zeit. Viele Bands haben mit dieser Art Imagen gearbeitet. Und es war lange, lange Zeit, bevor uns allen Kinderpornografie so bewusst wurde und so ein Thema wurde gesellschaftlich. Und aus der heutigen Zeit absolutes No-Go. Die Platte ist ja auch in vielen Teilen der Welt auf den Index gelandet, ja, und wurde noch. Und wird aber trotzdem unter der Hand noch verkauft. Was mich jetzt. Aber das war ein Moment, der uns nicht stolz gemacht hat. Okay. Jetzt würde mich natürlich zum Schluss sehr, sehr interessieren, wenn ihr mit Rock Believer jetzt auf Tour geht, wieder große Welttour. Wie zum Teufel machst du dich für so eine Strapaze fit? Indem ich mich, bevor wir schon anfangen zu proben, in meinem eigenen Studio meine Warm-up-Sessions mache, mit der Band singe, meine Scales singe, mich warm mache, die Stimme, mit allem, was dazugehört, dass ich, wenn es dann losgeht, punktgenau eben diese Leistung abrufen kann. Ist natürlich nach 2 Jahren breakt, nach dieser Corona-bedingten Pause schwierig, jetzt wieder durchzustarten, was wir vorhaben im März. Diese Residency mit 9 Shows in Planet Hollywood war 2-mal verschoben. Und da müssen wir uns, nicht nur ich, sondern wir alle, aber ich besonders als Sänger, muss ich mich sehr darauf vorbereiten, dass ich das umsetzen kann, was ich beim letzten Konzert Anfang März in Singapur 2020 gemacht habe. Das ist die stimmliche Weg, Vorbereitung. Physisch, um da rumzuturnen, ja. Was machst du da? Ja, ich mache Workouts, solange wie die Gyms offen waren, waren sie leider lange Zeit geschlossen. Zurzeit habe ich einen super amtlichen Physiotherapeuten, der mit mir arbeitet. Und im Grunde sind wir auf der Seite ein bisschen, wir müssen alle körperlich fit sein. Und der eine ist mehr, der andere vielleicht weniger. Wir alle haben auch mal unsere Schwächen und Probleme, wo man sehen muss, dass man den Weg noch ein Stückchen weiter geht. Also Rudolf ist jemand, wenn man auf der Bühne steht, da spürt man den Windzug, wenn der hinter einem mit seiner Flying Wheel langrennt. Da war er wieder. Und sehr viel Power und Energie. Und irgendwie fordern wir uns gegenseitig raus, dass wir eben auch physisch das leisten können. Ja? Und alles andere macht das Adrenalin, wenn man rausgeht und da stehen die Rockfans, die Rockbeliever
Und wir haben alle gemeinsam viel Spaß und hoffen, dass diese Straße, wo wir alle wissen, dass der Weg, der vor uns liegt, natürlich kürzer ist, aber wir hoffen, dass der Weg uns noch durch die eine oder andere Kurve führen wird. Klaus, ich bin sicher, jetzt sitzen Hunderttausende vor dem Bildschirm und sagen, mit 73 möchte ich so sein wie Klaus Meine. Es ist ein Jammer, dass wir so spät uns erst wiedersehen, aber besser spät als nie. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und für diesen Auftritt.